Unter welchen Voraussetzungen wird die Zurechnungszeit aus meiner Erwerbsminderungsrente in der späteren Altersrente als Anrechnungszeit anerkannt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sehr geehrter Herr Knöppel, ich habe im Internet folgende Aussage gefunden. Bezieht ein Versicherter zuerst eine Erwerbsminderungsrente und steigt dann auf die Altersrente um, so ist es möglich, dass die Altersrente höher ausfällt als vorher. Der Deutschen Rentenversicherung zufolge kann die Zurechnungszeit der Erwerbsminderungsrente als Anrechnungszeit für die Altersrente anerkannt werden. Ich wüsste nun gern, in welchem Fall diese Zurechnungszeit für die Altersrente anerkannt wird, wovon hängt dieses ab und so weiter und so fort. Die Antwort ist relativ einfach. Die Zurechnungszeit in der Erwerbsminderungsrente ist eine besondere rentenrechtliche Zeit. Diese Zurechnungszeit gibt es immer dann, wenn jemand eine Rente wegen Erwerbsminderungsrente zuerkannt bekommt. Diese Zurechnungszeit bewirkt im Regelfall oder im Einzelfall eine sehr, sehr deutliche Rentenerhöhung. Also für die Zurechnungszeit bekomme ich zusätzliche Entgeltpunkte als beitragsfreie Zeiten. Das befindet sich auf der Ebene der EM-Rente. Ja, also wenn Sie Ihren EM-Rentenbescheid bekommen und Sie gucken dann mal in die Anlage persönliche Entgeltpunkte, sehen Sie einen Begriff beitragsfreie Zeiten und dahinter gibt es dafür Entgeltpunkte. Aha, das sind die Zurechnungszeiten. Jetzt geht es aber um die Frage, was passiert mit der Zurechnungszeit, wenn ich nach meiner EM-Rente die Altersrente beantrage oder die dann bekomme? Wird diese Zurechnungszeit dann auch tatsächlich nochmal als besondere rentenrechtliche Zeit, als sogenannte Anrechnungszeit für die Rentenberechnung anerkannt? Und das ist von einer Voraussetzung abhängig. Zeiten des Bezugs einer Rente sind nach § 58 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 5 Sozialgesetzbuch Nr. 6 gesetzliches Rentenrecht immer dann zusätzliche Anrechnungszeiten, wenn der Versicherte eine EM-Rente bezogen hat und diese Rentenbezugszeit auch gleichzeitig als Zurechnungszeit in der Rente berücksichtigt wurde. Beispiel: Ich bekomme eine EM-Rente ab dem 01.01.2022, die ist befristet bis zum 31.12.2024. Für diese Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.24 bekomme ich eine Zurechnungszeit. Wenn ich später eine Altersrente bekomme, wird dann genau dieser Zeitraum, 01.01.22 bis 31.12.24, im Versicherungsverlauf der Altersrente als Rentenbezugszeit mit Zurechnungszeit ausgewiesen. So ist es gesetzlich korrekt. Und für diese Anrechnungszeit, für diese besondere Anrechnungszeit, können Sie nochmals zusätzliche Entgeltpunkte bekommen. Ob Sie dann auch wirklich tatsächlich aus der Umwandlung der EM-Rente in die Altersrente eine höhere Rente bekommen, kann sich nur aus der Berechnung der Altersrente ergeben. Oftmals ist es so, dass die persönlichen Entgeltpunkte, die in der EM-Rente festgestellt worden sind, höher sind als die persönlichen Entgeltpunkte in der Altersrente. Und dann gibt es für Sie den sogenannten Besitzschutz. Also, wenn Sie eine Altersrente beantragen aus der EM-Rente, dann bitte ganz genau in die Rentenberechnung reinschauen und prüfen, ob dort alles ordnungsgemäß abgewickelt worden ist und gegebenenfalls auch nochmal, wenn Sie damit nicht klarkommen, externen Sachverstand befragen und Ihre Rente nachrechnen lassen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.